Bayonetta. Entschuldigung. Ich würde mal sagen, der Hamster hat es hinter sich. Bayonetta 2 ist nicht so meins. Weil mir gefällt einfach die Aufmachung von der Bayonetta nicht. Wenn du mal bedenkst, dass die ihre ganze Kleidung, ihre ganze Waffen aus Haaren besteht. Und dann geben sie der in der zweiten Fassung einfach so eine kurze Kampftroller-Figur. Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht. Da haben mir die langen Haare aus dem ersten Teil schon wesentlich besser gefallen. So, von hier kam ich, ne? Genau. So, lauf, Mädchen, lauf. Also ich mag das Kleid von der Alice. Doch, super. Ich will mal wissen, wie alt die ist. Ich glaube, die ist 16 oder frisch 18. Ich weiß es nicht. Steht in der... Habe ich jetzt noch nicht reingeguckt. Verwirren und keinen Schimmer wohin. Versuch es mit Schrumpfen, wenn du Fallchen siehst. Ja, das wollte ich genau sagen. Die Fallchen bedeuten, wie wäre es mal mit Schrumpfen? Dann sieht man nämlich solche Sachen. Hier so kleine Sachen. Dann sieht man so ein paar Sachen. Aber bevor wir jetzt hier... Also wir können hier schon drauf, ja. Das sieht man aber nicht. Sieht man nur, wenn man ganz genau hinguckt. Und wenn wir halt schrumpfen, dann sieht man das größer. Ich mache die Blumen jetzt hier erstmal kaputt, weil sie uns Kohle geben. Also nicht Kohle, sondern Zähne. Alice, die Zahnärztin. Lecker, lecker. Aber ich möchte natürlich hier noch erst das Schlüssel ins Schlüsselloch gucken. Nein, ich möchte nicht durch das Schlüsselloch gucken, um zu spannen, sondern um die goldene Flasche zu holen. Gibt es hier noch irgendwelche Zähnchen? Nö. Okay. So. Sakura, hast du noch einen Blick, wie lange wir das Spiel schon spielen? Weil ich will es jetzt nicht zu lange machen. Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt selbst Entzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Mr. Dickens? Aha. Ja, ist schon echt creepy, der Scheiß. Ach, was haben wir denn hier? Hier ist ein kleines Schnäuzchen. Das pfeffer ich jetzt ein. Wenn du damit fertig bist, dann fliegst du auch schnell heim. Yay! Ja, manchmal... wie heißt's? Manchmal packt mich die Muße. Und dann kommt auch manchmal so ein kleines... so ein kleines Reimlied an. So, die Teekann machen wir natürlich kaputt. Ich bin eher so ein Eistee-Freund. Ist jetzt nicht gerade gesund, das ist klar. Aber, naja. Am Wochenende kann man das schon mal geben. Dann geht man unter der Woche ein bisschen ins Hüttenstudio und dann ist der Käse auch gegessen. So, die dicke Trulla hat uns jetzt mal wieder... Ja, ich nenne sie jetzt einfach dicke Trulla. Ich habe keine Ahnung, wie die Köchin heißt. Die hat uns wieder ein bisschen Kohle da gelassen. So, wir könnten eigentlich unsere Pfeffermühle upgraden. Nee, 475 brauchen wir. Wie viele Zähne haben wir? 200. Ach, das ist natürlich schon ordentlich. Mit dem Röckchen schwebe ich ganz schnell umher, bis ich einfach nicht mehr kann. Oh yeah. Okay, ich lasse es lieber. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier ein Gegner oder so kommt. So, wie die Kleine aus Head in Time, blasen wir in das Loch hinein. In das Rohr hinein. Yo. Der Spruch bedeutet, wie gesagt, ab 2020 kommt hier auch noch Head in Time. Und da gibt es eine Map, wo du auch in solche Hörner blasen musst. Also pusten habe ich das genannt, weil wenn du ein kleines Mädchen spielst und blasen, das ist nicht ganz so in Ordnung. So ein Horn pustet, das ist eigentlich eine coole Animation, weil dann pustet die ins Horn und fliegt mit dem ganzen Körper. Das ist schon lustig. Und deswegen ist mir dieser Reim halt gerade so eingefallen. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut.
Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich finde die Katze so creepy. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Fall. Es geht um Wand. Und nun halte ein und den Mund, um zu sagen. Typisch. Ja, mit der Tür ins Haus, ne? Hüte dich vor gleitendem Zerfall, der sich in zerbrechlichen Behältnissen verbirgt. Boah, das Outfit ist ja mal richtig goth. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Da hörst du auch im Hintergrund schon wieder ein Grunzen. Ich bin ein kleines Schweinchen, das ist meine Schnauze. Ja, wenn man der Alice... Dieser Satz ist so falsch schon beim Überlegen. Diese Teile blasen... Ich kann es nicht mal aussprechen, ohne zu schmunzeln und zu lachen. Entschuldigung. diese Rohre blasen der Alice stark genug unter das Röckchen, dann kann die ein bisschen schweben. Aber keine Angst, die hat noch was drunter. Also von daher für die ganz Perversen unter euch, schämt euch. Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Das ist, als hätte das Spiel meine Gedanken gelesen. Die Schweineschnauze ist irgendwo da hinten. Ich glaube, ich weiß, wo ich da langkomme. Da oben. Wie komme ich denn da hin? Komme ich da überhaupt hin? Das Outfit ist schon geil, ne? Also so vom Auftritt her, never fuck Woody Allen. Okay, hat sich da was geändert? Nein, ich muss doch da irgendwie... Ich will diese scheiß Schnauze haben! Darunter kann ich nicht... Weißt du was? Dir pfeffer ich eine. Oh, du elender Mistsack. So, okay. Schaffst du, Mädchen? Leck, leck, leck. Boah, der Leck hätte mich beinahe das Leben gekostet. Könnt ihr doch nicht machen. So, hier komme ich also auf diese Plattform. Okay, hier ist die Schweineschnauze. Gut versteckt, muss man sagen. Oink, oink. Das Schwein kriegt keinen Freund, Freund. Kleine Schweinchen, das ist meine Schnauze. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. So, die Schweineschnauze haben jetzt gepfeffert. Die hat jetzt ordentlich Pfeffer im Kessel. Ach ja, diese schlechten Wortspiele. So, Alice, lass dich nicht zu sehr und das Gleit pusten. Das wird kalt auf Dauer. Ja. Ich kann auch ausweichen. So, die sind schon mal hinüber. Von da unten kam ich. Kann ich hier noch irgendwo hin? Ja. Da gibt es auch bestimmt noch irgendwas Besonderes. Oh, unsichtbare Wand! Oh, ist das mies! Ist das mies! Oh, wie gemein ist das denn? Okay, da sollen wir dann hier so nicht lang. Hat wohl jemand nachgedacht. Kann... Macht die Aua? Nee, ne? Okay, gut. Hier weiß man ja nie so genau. Zieh am Hebel, zieh!
Ja, super. So, die Fliegen weisen uns den Weg. Ich glaube, hier hat wohl gut abgehangenes Geflügel. So, wir haben kein Leben verloren. Also immer erstmal den anderen Weg gehen, wenn etwas offensichtlich ist. Das sagt mir mein Instinkt. Dann finden wir hier so ein Fläschchen. Oh, das ist nervig. Wenn, du hast jetzt die Steuerung interveniert. Das bedeutet, bei diesen Screens, wenn du erstmal zu so einem Ding reinkommst, dann ist die Steuerung beim ersten Mal immer verdreht. Das ist so verwirrend. Wenn du auf einmal nach geradeaus läufst und dann auf einmal nach links oder rechts gehen musst, ah, oh, nervig. Von daher werde ich da ziemlich oft failen. Das sind gebratene Dodos. Dodos sind ausgestorben. Dodo, 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 Dodo. So, wenn wir hier... Hallo. Tja, mit deinem Schild kannst du nicht alles blocken, hm? Oh, hast du mich gerade getroffen? Bah, Mist. Er war ein bisschen zu eng für so einen langen Kampf. Ja, passt schon. Wir haben jetzt hier wieder ein Röschen bekommen. Ein Röschen, kein Höschen. So, hier geht's weiter. Ah. So, der hat kein Schild, also draufhauen auf den Sack. Oh. Da kommt drauf. Als Schnetzel, Metzel, Geschnetzeltes. Boah, war das mies. Dann hätte ich mir vielleicht doch so eine kleine Blume aufheben sollen. Ja, passt schon. Wir haben ja jetzt nur ein Röschen verloren. Auf jeden Fall seid gegrüßt, ihr Lieben. Schön, dass ihr reingeguckt habt oder reinschaut. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen unterhalten. Da kommt wieder so ein Pusterhannes. Wunderbar. Ich hätte gern einmal Kleid frisch. Hui. Hui. Ah, das Spiel bleibt manchmal hängen. Ich weiß noch nicht, warum. Das ist nicht ganz so gut programmiert. Das liegt einfach daran, dass bei vielen Spielen, auch bei Sonic ist das der Fall, wenn sie für PC rauskommen, dann werden die, dann gibt es zwei Versionen. Es gibt in der Regel zwei Versionen. Ah, aber jetzt kommt das große Aber. Oftmals leider auch nicht. Das bedeutet, es gibt eine Konsolen- und es gibt eine PC-Version. Da es aber in der Produktion günstiger ist, einfach nur auf der Konsolenversion zu bleiben und dafür eine Konsole emulieren zu lassen vom Rechner, kommen manche Spiele halt mit 360-Controller und Joystick und Handhabung super raus und emulieren auf deinem System sozusagen eine Xbox 360. Unter Windows 10 ist das ganz, ganz gut. Aber trotzdem sorgt das manchmal für Fehler oder für Lags. Und von daher... Da habe ich auch schon wieder so eine Schnauze gehört. Na, komm her. Oh, von hinten, ihr Lümmel. Ist das mies. Die haben mich auch immer angefokust. Oh, zu dritt, das war so mies. Die nächste kleine Blume wird mein... Die nächste kleine... Das nächste kleine Pflänzchen wird mein Freund werden. Da lang muss ich. Na, ich kann ja nur anders da lang. Moment, ich habe hier... Kann man die Musik aufhören? Danke. Ich habe doch hier ein Schnäuzchen gehört. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel, muss ich gestehen. Na komm, komm her. Boah, in den nächsten reingerast. Das ist mies.
So, einmal mal ein bisschen wild mit der... Jetzt können wir uns endlich mal angucken, woher dieses Grunzen kam. Das ist also der Hutmacher. Schön. So hässlich, dieser Typ. Hörst du dann schon im Hintergrund? Oink, oink. Irgendwo hier. Okay. Lauf, Alice, lauf! Nee. Ich höre es grunzen. Ansonsten gibt es hier auch nichts zu anzugucken. Ich kann sowas echt nicht... Okay, dann muss ich es anders da machen, vielleicht von der anderen Seite. Es kann natürlich hier unten irgendwo sein. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. So, wir bleiben jetzt erstmal hier in der Blume und erholen uns. Da sehen wir auch schon, was abgeht. Super, wir sind voll und haben... Du kannst natürlich nicht springen, wenn du klein bist. Ich wusste, hier ist die Schnauze. Ich pfeffer mit meiner Mühle die Schnauze, der Schnauze eine rein. Wenn sie abgenießt hat, dann fällt sie auch schnell heim. Yay! Und weg damit. Oh, und jetzt haben wir, kriegen wir wieder ein bisschen Belohnung. Lecker. Ausbluten. Lecker Dolos. So. Hast du noch einen Blick, wie lange wir das Spiel spielen gerade, Sakura? Ansonsten muss ich das bei Steam nochmal anschauen. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Ach, das ist super. So, hier kommen wir zurück. Boah, das war knapp. Wir wollen doch nicht, dass die Alice runterfällt und sich die Füßchen bricht. Genau wie ST. Was? ST? ST? What is ST? Ich habe keine Ahnung, was ST ist. Bitte erklärt mir das. Warte mal, geht das jetzt schon? Nee, okay. Ah, eine Stunde ungefähr. Ja, das passt eigentlich. Müsst mir Bescheid sagen, wenn ich das Spiel wechseln soll. Ich weiß. Oh, die ist gemein versteckt. Ja, ich habe die Schnauze gehört. Quietsch, kleines Schweinchen. Quietsch für mich. Oh, das ist aber ein schönes Lüftchen unterm Rückchen. Naja, zum Glück hat sie ja noch eine Leggings an, von daher kann die das eine oder andere Lüftchen verkraften. Warte mal, hier? Hahaha! Gamer Instinct confirmed! Wunderbar! Kermit der Frosch. Ich weiß, du hörst mich, du widerspenstiges Kind. Benutz die Bettpfanne und lass jetzt das elende Kaninchen los. Benutz die Bettpfanne und lass das Kaninchen los. Im früheren Zeitalter waren Bettpfannen sozusagen nicht, was ihr jetzt denkt, zum Strullen, sondern, das war dann der Nachttopf, Bettpfannen waren Gegenstände, die man sich warm gemacht hat, wo sozusagen in Eisen eingeschlossene Kohlen waren, die dann damals über Nacht das Bett gewärmt haben. Die hat man sich unten an die Füße gelegt und die waren von beiden Seiten verschlossen. Und das sollte man als Dingsbums benutzen, als Wärmung und nicht irgendwelche Kuscheltiere oder so.
Obwohl ich sagen muss, die Kuscheltiere wesentlich... mir persönlich wesentlich angenehmer wären. Okay, ist jetzt die Frage, geht's hier lang oder geht's da nicht lang? Also hier geht's bestimmt weiter, deswegen... Genau, hier geht's weiter und hier gehe ich aber erst lang, weil hier bestimmt wieder irgendwas Besonderes ist. Schlüsselloch, lass mich raten, wieder irgendeine Erinnerung. Nein, dieser Kura muss weg. Alice war viel allein, ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein. Ja, das stimmt. So, arme Alice. Was haben wir denn hier? Ich muss jetzt weg, ich hab Hunger, mach mir was zu futtern und dann muss ich in die nächste Ladung Wäsche anfangen. Bis denn, kommst du wieder? Hoffentlich ja. Aber ich würde sagen, kann ich hier irgendwo speichern? Nö. Gehe ich nämlich ins Hauptmenü. Dann haben wir Alice jetzt genug angespielt. Schön. Doch, ist ein schönes Spiel. Das ist schon cool. Dieses Symbol bedeutet, ich habe alles. Madness Returns. Machen wir mal mit Sascha weiter. Ja, das ist am Anfang immer ein bisschen laut, finde ich. Ansonsten kann ich hier nochmal Konfiguration, Audio. Die Stimmen können eigentlich anbleiben. Ja, das war so. So, da kam ich. Und hier muss ich lang. Ist die Frage, möchte ich hier lang? Nein, die Teekanne! Ah ne, Augenbot. Ticker ist. Nein! Im Vergleich zu meiner Stimme ist das Spiel schon laut. Dann mache ich das Spiel ein bisschen leiser in der Übertragung. Nimm das Mikrofon mal ein bisschen. Runter. Dann müsste das doch gehen. So, jetzt blasen wir das mal wieder unter das Röckchen. Super.
Gut, das war's. Da geht's weiter. Ich möchte aber trotzdem gerne noch hier hin. Ich kann das Spiel nur über OBS leiser machen, weil ich die Sound... die Lautstärke des Soundes brauche, sonst höre ich das Grunzen nicht. Kann ich denn... Ich habe immer noch nicht genug Zähne, um diese scheiß Pfeffermühle abzukriegen. Er ist zeitbesessen. Finde ihn, oder deine Zeit könnte kommen. Ach, zeitbesessen. Ja, ich wollte mir jetzt nur gerade sagen, dass ich jetzt hier irgendwie... So, das bedeutet, das Ding geht nach einer Weile wieder hoch. Boah, war das knapp. Alter, er sieht schon creepy aus, die olle Zippe. Aber süß. Das muss man lassen. Das war's. Ah ne, hier hoch muss ich, dahin muss ich weiter. Okay, schade, ich dachte, hier gäbe es noch irgendwas. Überblick verschaffen. Sascha, Sascha, du sneaky kleiner Bastard. So, ich will aber hier lang. Da ist nämlich eine goldene Flasche. Flasche mit Kreide. Schade, dass man die Kamera hier nicht umstellen kann. Gibt's hier noch irgendwas? Nö, ist ja nicht wie bei Hidden Time. Wo das so richtig asozial manchmal versteckt ist. Ne, da muss ich nochmal drauf. Da will ich den sicheren Weg gehen. So, wir haben jetzt endlich genug, um die Pfeffermühle zu pfeffern. Das glaube ich dir, Hino. Das glaube ich dir. Die Kleider, die sie anhat, sind schon schön. Also alle, ne? Muss man halt sagen. Also hätte jetzt... Als Dame hätte ich bestimmt auch nichts dagegen. Vielleicht die Schuhe nicht. Die sind ein bisschen creepy. Boah. Gut, aber macht nichts. Schraben. Hier geht das Teil auf. Und jetzt rutscht die Kleine mit dem Arsch wieder die Treppe runter. Juhu. Halte nach spottenden Geschirren Ausschau. Sie vernachlässigen dabei ihre Deckung. Einige Wände und Böden sind dünn und können zerstört werden. Ja, platziere die U-Bag-Bombe. Okay, ja, U-Bag-Bombe kenne ich. So, die bleibt jetzt bis zu einer gewissen Zeit. Oder ich zünde die früher. Das bedeutet, wir haben jetzt explodierende Hasen. Ich weiß, dass ich die werfen kann. Ich wollte nur gucken, ob da unten noch irgendwas ist, aber ich glaube. Boom! Ja, guck, jetzt kommen sie alle wieder. Willkommen zurück, ihr Lieben! Super, super duper. Müssen wir natürlich jetzt extrem lösen. Das ist.
Ich weiß nicht, ich finde es so auf der einen Seite ja ganz nett, dass man den, nein! Wollte ich doch gar nicht. Ich will mich doch erstmal hier nochmal umgucken. Finde ich es auf der einen Seite ganz nett, dass wir direkt, an den Gebrauch von den Items gewöhnt werden. Aber ich muss auf der anderen Seite auch gestehen, dass das mittlerweile schon stark casual ist. So ein bisschen low ist das schon. So, da ist eine brennende Tür. Die Frage ist, möchte ich da schon rein? Soll ich da schon rein? Oder doch lieber erstmal durch das Schlüsselloch? Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Oh, ist das mies. Aber ja, so ist das. Immer schön feuerfesten Raum für solche Sachen. Oder? Naja, bei uns ist es ja nicht mehr so der Fall. Schöne USB-Stick, eine kleine Festplatte, da passt genug rein. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Der erste Schlüssel. Breite Augen. Breite Augen kurz. Ja, ja. Die ändert sich wieder. Der Doktor will ja, dass wir den ganzen Scheiß vergessen. Bei geringer Gesundheit hat Alice die Möglichkeit, in Hysterie zu verfallen. Verfalle in Hysterie, indem du Enter drückst. Ja, ich habe keine Ahnung, was. Yo, das ist doch mal die Hino. Alter, das ist echt creepy. Ich finde es schade, dass man die Anzeige nicht auf Full auffüllen kann, weil ich ja eigentlich eher der Typ bin, der selten ein wenig Energie verfällt. Finde ich sehr schade. Finde ich sehr schade. Lass mich... Oh, jetzt kommen diese Dinger. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Und keine Angst, ich möchte der Alice nicht unter den Rocklinsen. Ich möchte einfach nur mal... Ja, aktiviere den Zeitmodus. Kennen wir schon. Ach, nein. Böser Traum. Nein. Schlimmer Traum. Schlimme gute Nacht. Hutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Oh, du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber fehlen kaum. Was passiert ist, solltest du besser wissen als ich. Das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Was ist los? Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter den Schlund und in die Eingeweide winden? Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam. Das Licht grell. Der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher. Ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste. Ich habe keinen Tee mehr.
tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Ja, das natürlich, wenn dir alles abgeschnitten wurde und dein ganzer Körper fehlt, dann ist natürlich deine größte Sorge, dass du keinen Tee hast. Das ist ja wohl logisch. Am besten durch das Zifferblatt. Ja, lass mich raten. Hier muss wieder Bumm gemacht werden. Druckplatten fungieren nur mit Hilfe von Gewicht. Ja, ja, Urbombe etc. etc. Am besten durch das Zifferblatt. Ach so, okay. Ich verstehe. Hier legen wir ein Häschen drauf. Dann bleibt das Ding da unten. Ach, wie sachte die den Mr. Hoppler da reinstellt. Und jetzt kommen wir da hoch. Super. Schmelzen und wiederkehren. Montage oder Zerstörung. Aufbauen und niederdrücken. Und ein Regenschirm. Vielleicht ein bisschen. Für Arbeiter. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Ein Paradies. Drücke E, während du ein Ziel anvisierst, um mit Alice Regenschirm zu blocken. Dies für Arbeiter. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Ich muss gucken, wie ich den aktiviere. Es ist besser zu arbeiten, als mit A, okay. Na komm. Put. Wie sich der Regenschirm dreht. Finde ich cool. Ah, Mist, das war dumm. Boah. Ja, wenn der Block kann ich nichts machen. Den muss man ein bisschen mit. Und jetzt drauf. Hey, jetzt warten. Ausweichen und drauf. So. Haben wir das nachgeladen? Ah, da habe ich auch schon die erste Schweineschnauze gesehen. Super. So, wo haben wir es dann? Da unten. Komm her, ich pfeffer dir alle. Habe ich gesagt. Schön. So, wie komme ich denn an die Erinnerung? Schaffe ich das da so rüber? Ja, locker. Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Alles klar. Was wollen wir zuerst machen? Schmelzen und wiederkehren? 3, 2, 1. Alice.